So, ich bin wieder da. Und ja, mache Sachen, mache Türen auf, Türen gehen wieder zu. Und werde ich jetzt weiter um mit Crafting kümmern. Von den tollen Sachen, die hier alle in diese tolle Hand reinkommen. Ich wollte gerade, glaube ich, das hier machen erstmal. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, Transmission Coil. Okay, das war Silber Coil. So. Drei Glas. Glaube, für die brauche ich auch ein Glas. Und dann brauche ich, glaube ich, wieder Elektrum. Ja. Ein Gold, ein Silber, eine Chainsaw, genau. Chainsaw muss ich aber in der Hinsicht trotzdem behalten, weil das Power Tool nicht als Axt erkannt wird von dem Tycapsulator Mod und dadurch eben ich damit ganz präzise Holz abbauen kann, aber dann eben nicht alles kaputt geht, so wie es es eigentlich soll. Wenn man Tycapsulator hat. Ja. So, brennt's mal eben Ofen. Ich finde das voll cool, ein stinknormaler Ofen, der einfach automatisch läuft. Das ist so interessant eigentlich. Vor allem, dadurch bekommst du zu 100% XP. So bekommt man aus einem elektrischen Ofen, also Induction Smelter, auch XP bei manchen Items. Also hier, Elektrum habe ich jetzt kein XP bekommen. Das scheint irgendwie von dem Item abhängig zu sein, ob man XP kriegt. Also ich glaube sogar irgendwie in der Hinsicht doppelt. Also einerseits vom Item. Hä? Was waren da in der Mitte? Ah, oh, Internet! Glas, ganz toll. Lied habe ich noch genug, aber da muss ich erstmal wieder rüber gehen, um hier drüben hartes Glas zu schmelzen. Und ich glaube auch, das geht nur in diesen Ofen. Deswegen sollte man sich den Ofen auch schnell möglich anschaffen. Internet! Nicht laggen. Also die beiden Pulverweisen, die sollen hier rausgehen. Und hier das Lied rein. So, dann machen wir mal. Beide da. Kann man das hier wieder ausmachen. Nur so, wenn man rechts klickt, dann geht es rückwärts. Aber links klickt vorwärts. Das ist Auswahl. Und das hier sind die Dinger eher Input. Dann das Outputten. Das Outputten, Orange ist da eben beides. Das ist neutral, das werde ich dann brauchen, wenn ich den Router richtig geil verwende. Weil nur aus neutral der Router rausziehen kann, warum auch immer. Falls ihr euch noch daran erinnert, den Router von Factorization, den ich da unten rumstehen habe und der aktuell gar nichts macht, der steht einfach nur rum. Weil er es einfach kann. Ich meine, kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er einen Router hat, der rumsteht und der das einfach kann. Der kann einfach rumstehen. Das kann kein anderer Router auf dieser Welt. Also. Vier Energy Conduits. Empty. So habe ich jetzt ein Solar Panel. Habe ich hier noch irgendwas anderes gebraucht? Zwei Control Circuits. Control Circuits. Zwei Glowstone, zwei Redstone. Also streng genommen 4, weil ich ja mehr baue. Also Glowstone habe ich sogar weit noch alles dabei. Warum ist da eigentlich hier drin? Wird da einfach eine W-Controller angezeigt. Zwei Elektrum und das zweimal. Das hier wären zwei Elektrum. Aber ich glaube, es ist noch genug gelernt. Das hier wären zwei Elektrum. Dann. Nein, nur zwei. Ah, drehen, 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 drehen.
Drehen, 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 drehen. Drehen. Drehen, 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 drehen. Zweimal Silber, zweimal Golddust, zweimal Silber, zweimal Golddust, viermal Elektrumdust. Hier rein, so. Dann brauche ich hier dieses Wiring wieder, was ich nicht mehr habe. Brauche ich wieder Redstone. Dann bauen wir hier mal das Wiring. Also, so, so. So. Also wenn wir irgendwann diese Ressource ausgehen, können wir mal. Obwohl, Kupfer und Tin habe ich auch nicht so viel, um das Kupfer und Tin Rezept zu machen. So, gehen wir eben die Elektronbarren. So. So, alles da. Gehen wir hier rein. Gehen wir auf den Helm. Machen Solar Generator install. Jetzt hier. Nighttime Solar Energy Generator. Daytime Solar Energy Generator. Was soll denn das 200 heißen? Ich meine, da steht ja nichts dahinter. Egal. Ah ja, das hier oben ist die generelle Information. Weit, 10 Kilogramm. 10 Kilogramm ist so schwer, die anderen Sachen haben wiegen 0 Gramm. Ich frage mich, wie viel Milligramm die wiegen. FV-Capacitator. HV. Capacitator. Brauche ich wieder Energy Frame. Brauche ich wieder Elektrum. Dafür brauche ich dann wiederum Wiring habe ich. Wiederum Visual Redstone und ein Dia. Einen Dia, 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 Dia. Lied habe ich auch noch, hab ich noch genug dabei, ja. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Ne, ich glaube nicht. Also dann habe ich, glaube ich, auch genug. Muss ich mal eben ausrechnen, wie viel das eigentlich sind. 4 Redstone sind 100. Also es sind streng genommen 40 Redstone. Genug. So. So, das hier, dann hier das Lied rein. Dann brauchen wir Hardened Glas, wird hier jetzt produziert. Genau, Elektrum. Wir sind da jetzt schon drin. 500. Okay, dann zeige ich euch mal, wie man auch Elektrum herstellen kann. Ja, der spart einen das, dass man es erst wieder crushen muss. So kann man theoretisch alles in Barren auflagern und dann quasi fürs automatische Crafting in das Gerät schmeißen. Ich glaube, ich habe sogar genau richtig berechnet. 75, 1000 und der ist leer. Okay, dann wird jetzt hier. Machen wir es einfach auf das Automatische. Ist ja lahm.
So. Gut, dass man einen Mute-Knopf hat. Der kann in vielen Situationen helfen. Also. Und zwei Wyoming am Rand. Und der Nico ist immer noch da, aber da. Aber weiß nichts, dass ich aufnehme. So. Was wollte ich jetzt nochmal da reinhauen? Belgern, aber was? Ach, so ein Edit. 6. Ich hoffe, ich habe alles dabei, um die Dinger herzustellen. Sechs und eins. Können wir mal zweimal dieses Kabel herstellen. Redstone rein. Vor allem immer dieses Ding. Dieses Piepen. Rein theoretisch würden sich die Windräder in meinem Haus nicht lohnen, wenn man auf Schaufen geht. Aber gut. Also an dem Haus, was ich noch bauen muss. Aber planmäßig stehen da Windräder. Weil sieht auch schön aus. Oh. Da mache ich ganz viel, wenn ich das nicht anhabe. Hätte ich mal bei mir zu Hause eine Kiste legen sollen. So. Ja, man sieht's. Ich habe nicht mal gerade genug hergestellt. Reicht gerade so aus. Nur genug Solidität herzustellen. Für meine finsteren Pläne. So. Nein. Du sollst es doch die anhaben. Oh. Also, Railgun, Install, und hier einfach nur Voltage, bam. Jetzt kann man nämlich hier zwischen zwei Sachen wählen, wenn man jetzt der G gedrückt hat, das Mausrad dreht. Kann ich hier das machen? Jetpack ist auch sehr komisch. Es dämpft den Fall scheinbar weniger heftig, als ich es quasi gewöhnt bin. Wenn du so machst, dich dann fallen lässt, dann eine gewisse Fallgeschwindigkeit hast, dann. Jetzt funktioniert es eigentlich sehr gut. Whatever. Jetpack packe ich mal eben hier rein. Bam, 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 bam. Invar. Invar? Ja, komisch, jetzt mehr davon gibt. Hart mit Glas. Trotzdem ist das so. Okay. Angezeigt. Sekundiz. Gut. Mein Rad hat jetzt tolle Features. Also ja, relativ tolle Features. Hier wäre jetzt natürlich noch ein Kinetic Generator ganz gut. Zwei Servomotoren und Horn- und Control Circuits. Sehr. Also zwei davon. Ah. Da war jetzt deine Mitte, okay. Gut. Dann brauche ich mehr Solidit. Auf jeden Fall, das weiß ich schon mal. Ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei. Oh. Zwei für einen Servomotor. Brauche ich nochmal das gleiche.
Brauche ja noch mehr. Muss ich hier nochmal Kabel reintun. Und nochmal die hier herstellen. Hier nochmal hier anrein. Das dann nochmal hier anrein. Und ich glaube, dann kann ich auch einfach hier drauf drücken und so machen. 1, 2. So. Was war das andere? Das war so ein Control Circuit, oder? Warte mal, habe ich das Jetpack jetzt weggelegt? Glaube ich. Also. Theoretisch kann ich den Diamond Duel auch weglegen. Weil das Ding ist ja schon so heftig wie ein Diamond Duel. Control Circuit. Nein, ich doppel die da unten drauf. Control Circuit. Zwei Elektrum. Glowstone. Zwei Redstone. Darf man wieder fleißig drehen. Drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und den Silber und Gold das draus nehmen. Dann den Silber und Gold das zusammen craften. Dann haben wir Elektrum und dann Elektrum in den Ofen schmeißen. Also. Und dann habe ich jetzt ein Elektromingot und dann habe ich gleich zwei Elektromingots. Die beiden klatsche ich dann in die Ecken. Habe ich ein Control Circuit. Dann gehe ich hier auf den. Die hier. Kinetic Generator Install. Energy Generation. Ach so, der wird schwerer, wenn ich mehr Kilo, wenn ich mehr Joules generieren will. Ja, okay, aber ich bin jetzt 4 Kilogramm schwerer. Kommen wir trotzdem mit nicht so viel immer vor. Wenn ich jetzt hier laufe. Oh, das geht ja sogar recht zügig. Vor allem, weil der Helm. Der hier. Ich könnte jetzt auch stehen bleiben einfach. Da. Das ist eins mehr geworden. Also ich kann jetzt rumlaufen. Aber ich kann auch einfach stehen bleiben. Und dabei lädt sich dann alles auf. Kann man auch benutzen, interessanterweise das Fliegen auch zählt. Wenn wir jetzt hier einen weiten Fall machen. K. Hier, ich kann Jetpackern ausmachen. Das einzige Problem ist die Key-Belegung, aber die mache ich dann wahrscheinlich offscreen und so. Also, tschüss!